Buschig. Rotig. Chili scharf. Wenn man das einfach mal so sagen darf. Sind wir drei und das ist ja wohl klar. Unsere Abenteuer sind 1A in Chili TV. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Bernd das Brot. Vielleicht kennt ihr mich aus der Fernsehdauerwerbesendung Tolle Sachen oder auch Chili TV. Nun, heute möchte ich euch von einem der größten Geheimnisse der Welt erzählen. Von der Geschichte der Brote. Für Jahrhunderte lebten diese kleinen Gesellen nämlich von der übrigen Weltgeschichte gänzlich unbeachtet. Aber wie kürzliche Funde beweisen, sie waren nicht allein. Diese Schieferplatte wurde erst vor kurzem bei archäologischen Ausgrabungen im Neandertal gefunden. Man erkennt darauf in der Mitte deutlich einen frühen Vertreter des Homo Brotus depressivus, des gemeinen Brotes, der scheinbar mit dem Teheus Briegel und dem Chromo Chilo Schafus eine Lebensgemeinschaft eingegangen war. Nicht ganz freiwillig, wie manche meinen. Umf! Bocca! Bonga! Umf! Bocca! Mist. Bonga. Mist. Bonga. Mist. Bonga. Bonga. Moment. Hey, ich habe gerade die Sprache erfunden. Wir können jetzt gemeinsam Informationen austauschen. Ja, über das Feuer machen zum Beispiel. Na, was sagt ihr jetzt? Umf. Bonga. Ich schätze, ich bin meiner Zeit ein bisschen voraus. Egal. Dann bringe ich's euch halt bei. Wär doch gelacht. Passt mal auf. Sprecht mir nach. Der erste Buchstabe ist das A. Oh. Bonga. Bonga. Nun, das Schicksal meinte es nicht immer gut mit den Broten. Aber trotzdem gingen sie unbeirrt ihren Weg durch die Geschichte. Diese Vase hier wurde in den Ruinen des antiken Troja gefunden. Experten sehen hierauf die Abbildung einer belagerten Stadt, die durch einen Trick wieder zurückerobert werden konnte. Dazu versteckten sich die Krieger in einem selbstgebauten Geschenk und hofften, so in die Stadt eindringen zu können. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach was, der Plan von Briegel Naxos ist super. Bevor die wissen, was los ist, sind wir schon in der Stadt. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie uns in unserem Geschenk in die Stadt schieben. Und dann öffnen wir den anderen Kriegern die Tore. Jungs, Brig Naxos belagert wieder die Stadt. Er versucht wieder mit der alten trojanischen Pferdnummer. Diesmal ist es ein Brot. Egal. Schießen wir es in Brand. Genau wie den trojanischen Pinguin, das trojanische Ozelot und das trojanische Huhn davor. Manche lernen es nie. Verdammt! Tja, naja, dann nehmen wir das nächste Mal halt eine hölzerne Giraffe. Das klappt bestimmt. Gute Idee. Ich hol schon mal Hammer und Nägel. Ja, prima. Ich hasse die Antike.
Wir verfolgen die Brote weiter durch die Weltgeschichte. Hinein ins finstere Mittelalter. Ich glaube, jetzt hab ich's fast. Ich wandle Blei zu Gold. Nur noch etwas Schwefel, Krötenschleim, eine Alraune. Und ich glaube, dann hab ich's geschafft. Ich will ja nicht nerven. Aber hat der Abt nicht gesagt, wenn du noch einmal was zusammenbrauchst, schickt er uns alle in die Verbannung. Ach, Bruder Brot, wo ist denn dein Abenteuergeist geblieben? Den habe ich an der Klostertüre abgegeben. So, jetzt habe ich's. Was war das? Nur schwarz. Kein Gold. Aber irgendwie auch toll, dieses Schwarzpulver. Oh, ich höre den Abt. Ich pack schon mal die Koffer. Fast hätte es geklappt. Die Geschichte der neuen Welt schritt unaufhörlich voran. Der Westen wurde erobert. Städte entstanden, wo vorher Prärie war. Und erneut wurden die Brote verheizt. Ich verstehe ja, aber euer Land wurde rechtskräftig von der Eisenbahn erworben. Da kann man nichts machen. Vielleicht, wenn die Bahn noch etwas Feuerwasser drauflegt? Na? Ich hasse den Westen. Als die Bilder laufen lernen. Waren auch hier die Brote leider mit im Spiel. Die Geschichte der Brote ist eine Geschichte voller deprimierender Ereignisse. Aber wie geht sie weiter? Gibt es vielleicht eines Tages Brote im Weltraum? Ich kann dazu nur sagen, hoffentlich nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen, ruhigen, besinnlichen Abend und passen Sie auf sich auf. Ihr Bernd das Brot. Alles ist voller Sterne. Also nochmal, Chili. Erst die Außenluke öffnen und dann die Innenluke. Entschuldigung. Macht ja nichts. So, Alpha Centauri ist genau in diese Richtung. 3 oder 4 Lichtjahre. Ein Katzensprung. Alles ist voller Sterne. Ich weiß, Bernd. Ich glaube, er ist raumkrank. Da hilft Singen. Ja, warum nicht? Meine Tante aus Marokko? Meine Tante aus Marokko, ja, die kommt. Sing mit, Bär. Meine Tante aus Marokko, ja, die kommt. Meine Tante aus Marokko, ja, die kommt. Meine Tante aus Marokko, meine Tante aus Marokko, meine Tante aus Marokko.
Prinzen, gute Feen. Doch krümmt der Wolf dem Schaf kein Härchen. Wir rocken hier die Märchen in TV. Rosa! Ich hasse Rosa! Ich will keine Prinzessin sein! Lieber Cowboy! Und ich will keinen Frosch küssen! Was soll ich denn da sagen? Hat mich irgendwer gefragt, ob ich von einem Schaf geküsst werden will? Nein, ich bin kein Frosch. Ich bin ein Brot. Mit viel zu kurzen Armen übrigens. Also eigentlich... Ach, egal. Los, Chili, es steht im Drehbuch. Warum küsst die Prinzessin überhaupt einen Frosch? Und warum nehmt ihr nicht einfach einen echten Frosch? Die Prinzessin küsst den Frosch, damit er sich in einen Prinzen verwandelt. Das wäre mir neu, dass sich glitschige Biester in einen Thronerben verwandeln. In einen Prinzen? Hat der dann ein Schloss? Ja, natürlich hat er ein Schloss. Super! Dann kann ich endlich meinen Motorradburggraben mit 3 Saltos überfliegen und dabei O Susanna Sing's dann probieren. Los, komm her, du Frosch! Moment, das ist doch nur ein Märchen und außerdem bin ich ein Brot und kein Frosch. Affenpuppe? Igitt, der ist dumm, den will ich nicht. Okay, wir müssen Bernd wieder zurückverwandeln. Freiwillige vor. Ah! Hallo? Wo rennt ihr denn alle hin? Ah, Mist. Affenpuppe! Ich bin Bernd, will keinen Applaus, will nur eins, und zwar hier raus. Gleich macht's bumm, ich sag mal au, mein Leben ist die Hölle in. Und Bernd, das Wetter? Nein. Doch! Au. Oh. Nur unter Protest. Jetzt das Wetter. Die Karte steht auf dem Kopf. Die Karte steht nun auf der Seite. Das ist ein Hund. Huhn. Taube. Clown. Das ist albern. Ich bin in meiner Garderobe. So, das war's für heute. Aber nicht traurig sein, wir kommen ja wieder. Nächste Woche sind wir wieder da. Und zwar mit einer super Geschichte und mit Chili Power! Apropos Chili Power, habe ich euch schon von meinem neuen Stunt erzählt? Also, stellt euch mal Folgendes vor. Einen brennenden Laster, 1000 Meter Autobahn voller Krokodile und einen Clown mit einem Sack voller Wiesel auf einem motorisierten Einrad. Ich schwinge also an einem Seil quer rüber, um dann... Oh, die Zeit ist um. Also, nächste Woche einschalten, da kommt was ganz Tolles, so mit Abenteuern und so. Okay, bis dann, tschüss!